Hallihallo und willkommen zu einem neuen ARK-Video. Ja, beim letzten Mal habt ihr gesehen, wie wir hier die Typen gefightet haben, die in dieser Extinction Red Hole Base wohnen. Und wir wollen die jetzt knacken und da die ihre Turrets nur auf Only Player gestellt haben, schicken wir unsere Atro vor. Aus irgendeinem seltsamen Grund gehen die aber nicht zu pfeifen, weswegen ich mir einfach jedes Mal in den Kopf schießen lasse. Und dann greift die Atro, wie ihr hier seht, die Turrets an und macht die kaputt. Das Ganze hat auch überhaupt nicht lang gedauert, das kann ich so schon mal sagen. Und ich glaube, das Ganze spule ich jetzt mal ein bisschen vor zu dem Teil, wo mehr passiert, als dass ich mir in den Kopf schießen lasse. Wenn es euch gefällt, immer dran denken, liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Ja, komm, ein Stückchen noch geradeaus und dann links. Ja, passt. Sehr schön. Aber stopp! Bevor es mit diesem PvP-Video weitergeht, gibt es einen kleinen Trailer zu Underdogs und meinem Special zu Weihnachten, ein Weihnachtswunder. Alter, jetzt so. Hat dieses doofe Tektor den Stein kaputt gemacht, unter dem ich die ganze Zeit stand, um die Atro da drauf zu pfeifen. Go, Atro, go, du schaffst das. Mach das Ding doch ganz kaputt, Mensch. Wenn du so stehen bleibst, kann mir das soaken. Und es landet alles in der Metallstruktur. Komm, Underdog, red der Atro mal ein bisschen gut zu. Mal schauen. Ja, komm, ein Stückchen noch geradeaus und dann links. Ja, passt. Sehr schön. Man sollte dich den Atro-Flüsterer nennen. Und wieder ein anderes Tech-Turret. Ein Hit. So, da habe ich ein bisschen mit meinem Body gesoakt. Wer braucht schon Stegos? Das war auch richtig spannend, wie man an meinem motivierten Blick erkennen kann. Ist klar. Turret down. Okay. Irgendwann kam ich dann auf die brillante Idee, dass man das Ganze doch machen könnte, indem wir das soaken. Aber die Gasbags sind immer so weit weggeflogen. Und da habe ich zum Underdog gesagt, ja, hier, komm, lass anders machen. Lass den Gasbag einbauen, dann kann er nicht wegfliegen. Aber wie unschwer an meinen ganzen Bodyhits zu erkennen ist, war das nicht das Gelbe vom Ei. Also habe ich mir gedacht, okay, ich baue dann eine Konstruktion hin, die so felsenfest ist, dass wir das ganze Ding einfach leer kriegen. Boah, wenn das so bleibt, sterbe ich. Weil mein Kopf ist immer noch höher als der Arsch. Ah, so geht's. Dann habe ich festgestellt, dass die Nesbären nur so wenig war, dass wir total weit vor eigentlich bauen konnten und nicht direkt vor die Turrets, die dann noch geschossen haben, eine Wall bauen konnte und ich eigentlich so total easy rankam, die ganze Zeit schon. Das hätte mir auch eher auffallen können. Das Tech-Tool schießt doch gar nicht mehr. Was schießt denn da noch die ganze Zeit? Die zwei Tools auf der Brücke. Also habe ich mich mal den zwei Turrets auf der Brücke gewidmet und auch hier habe ich einen lustigen Aufbau gebaut, damit wir mit dem Paracer Arsch nach vorne kommen, so dass wir als Player nicht getroffen werden. Was soll ich sagen? Hat nicht funktioniert. Also haben wir beschlossen, von der ganz anderen Seite ranzugehen, von der wir noch gar nicht gekommen sind, und da erstmal zu soaken.
Also ihr seht, wir waren wieder total koordiniert und strukturiert. Wie immer halt. Typisch Failstars. Meinst du da noch drinnen? Ich will schauen, wie das ausgeht. Ich muss jetzt hier meinen Hintern reinhalten. Und zwar genau so, dass der gerade so den Gasback trifft und mich halt nicht. Das ist zu groß ist. Lol. Ich kann wieder über die Kante soaken. Jo. Alter. Viel von drüben. Ganz plötzlich aus dem Nix fliegt man einfach weg und ist tot, wird übel durchlöchert. Keine Ahnung warum. Oh mein Gott, die Artro bewegt sich. Ich konnte da drauf pfeifen auf das Heavy. Oh, nice. Richtig nice, die macht das Heavy jetzt kaputt. Also, sie macht richtig Damage und hört jetzt auch nicht damit auf. Sie funktioniert endlich mal so, wie sie soll. Moment. Unsere Artro hat dann richtig randaliert und beinahe die ganzen Turrets außen weggekriegt. Alter, dieses Tech-Turret ist aber auch Slot-Cap. Oh, merklich tot. Schade. Was ist denn da jetzt passiert? Ich glaube, der Karno war das. Das war nicht der Karno. Oh, da ist ein Spieler. Naja. Der weiß aber schon, dass es verboten ist, oder? Also Counter-Rating, was der jetzt hier macht. Der sollte wieder gehen, sonst können wir ihn melden. Fuck off, man. No Counter-Rating. Ist der tot? Der ist gerade in die Turrets geflogen. Nice. Bottle. Und was er alles dabei hatte. Alter, der hat übel viel Stuff. Nice. Na gut, dann laufe ich. Viel Glück. Alter, du hast es ja geschafft. Fast ohne Hits. Richtig nice. Kannst du das C4 jetzt befestigen? Siehst du da auch in die Base runter? Wenn ich mich da ganz am Rand hinsch... C4 nachholen. Yes, sie ist endlich weg. Wie funktioniert jetzt der Tech-Rex? Mit Steuerung machst du den Sattel an und dann einfach mit Linksklick. So, zweite Cliff ist auch weg. Ich komm jetzt. Jo. Das Turret ist weg? Ja. Oh, da schießt noch irgendwas. Super nervig. Und oh nein, der Rexe läuft in das Loch. Okay. Können wir diese Artro nicht einfach in das Loch reinschmeißen und die dann da drin wüten lassen? Hast du recht. Aber... Das wäre doch ein Versuch wert. Warte, wenn die Artro auf Attack My Target ist da drinnen. Und ich mit dem Kopf durchsteck. Ja, mach mal. Mit dem Rex. Das letzte Turret ist leer. Ach was, war das für ein herrliches Gefühl, auf dieser Brücke entlang zu laufen, die wir die ganze Zeit stundenlang irgendwie gesoakt haben, entdeckt haben. Jetzt einfach da lang laufen zu können und wir wussten, okay, es gibt jetzt zwar noch ein paar Turrets, aber die sind alle in diesem Loch drin. Und wie wir die raiden, wie wir da reinkommen, das und vieles mehr seht ihr dann im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute für euch. Und denkt dran, am 24.12. kommt erstmal das Weihnachtsspecial. Guckt da unbedingt rein. Underdog und ich haben uns da ganz viel Mühe gegeben, es wird ein Kurzfilm. Also dürft ihr auf keinen Fall verpassen.